Na, hallo. Ich möchte noch ein paar Gedanken äußern zu unseren, zu unseren britischen Freunden, also angeblichen britischen Freunden und deren Geheimdienst, die sich teilweise noch einen ganzen Zacken schlimmer verhalten, als es die amerikanischen tun. Besonders schlimm ist der Umgang der britischen Regierung und dessen Geheimdienst, allen voran der GCHQ, der, wie inzwischen bekannt wurde, voll ausgeschrieben German Chancellor Surveillance Headquarters heißt, auf Deutsch Deutsche Kanzlerüberwachungseinheit. Und ja, es ist wirklich schlimm, was in den letzten Monaten passiert ist in Großbritannien. Seit sich der Edward Snowden mit dem Guardian, also der Zeitung Guardian, und deren bekanntesten Enthüllungsjournalisten Glenn Greenwald in Verbindung gesetzt hat und immer mehr Daten nach außen gelangt sind, die veröffentlicht wurden, war das dann scheinbar dem James Cameron und der britischen Regierung ein sehr großer Dorn im Auge. Es ging dann schließlich so weit, dass die im August dieses Jahres einfach mal in das Gebäude des Guardians marschiert sind mit zwei Geheimagenten und die dazu gezwungen haben, ihre PCs mit den entsprechenden Snowden-Daten komplett zu zerlegen. Ansonsten hätte das die härtestmöglichen juristischen Konsequenzen gehabt, wie es hieß. Kurzerhand haben sich dann die Journalisten des Guardian dazu entschieden, diese Geräte, die Computer zu vernichten, da sie ja ohnehin wussten, dass Kopien dieser Dokumente überall auf der Welt letztendlich existieren. Und eigentlich wird das mit Sicherheit auch der britische Geheimdienst gewusst haben. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Die einzig logische Schlussfolgerung, die sich daraus ziehen lässt, bleibt: Diese Aktion war von Anfang an ein kompletter Einschüchterungsversuch und ein Signal an sämtliche andere Zeitungen, die sich sehr gerne vielleicht noch an diesem Überwachungsskandal beteiligt hätten. Die Repressalien seitens der britischen Regierung gingen noch weiter. So wurde zum Beispiel der Lebensgefährte des Enthüllungsjournalisten Glenn Greenwald am Londoner Flughafen Heathrow 9 Stunden lang festgehalten und sinnlos befragt. Nichts kam bei rum. Und sollte vermutlich mal wieder ein ganz klares Zeichen sein, wie es denjenigen und deren Angehörigen ergeht, die sich zum Thema Überwachungsskandal äußern. Ja, also heutzutage scheinen solch unterdrückerische Methoden wieder gang und gäbe zu sein. Und ja, es ist offensichtlich, dass die britische Regierung mit allen Mitteln verhindern möchte, dass die ganze Welt noch weiter über die Praktiken ihrer Geheimdienste aufgeklärt wird. Wir, die stinknormalen Bürger, sollen auf gar keinen Fall erfahren, wie sehr wir doch noch weiter ausspioniert werden und tagtäglich, ja, letzten Endes mit Terroristen gleichgesetzt werden. Ganz interessant waren noch die Reaktionen des Enthüllungsjournalisten Greenwald. Ich zitiere wörtlich, also auf Deutsch übersetzt: Ich werde ab jetzt bedeutend aggressiver in meiner Berichterstattung sein. Ich werde in Zukunft viele weitere Dokumente veröffentlichen. Ich werde auch Dinge über Großbritannien veröffentlichen. Ich habe viele Dokumente über Englands Spionagesystem. Und ich denke, es wird Ihnen leid tun, was Sie getan haben. Ich drücke ihm die Daumen. Und besonders widersprüchlich sind dann noch die Kommentare, die der Premierminister James Cameron von sich gegeben hat. So ermahnt er zum Beispiel die verschiedenen anderen Zeitungen Großbritannien oder auch vermutlich der ganzen Welt dazu, dass sie sich mehr ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein sollen. Nun, aber was hat denn der Guardian getan? Genau das. Er ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst geworden. Er hat einfach mal seine Mitbürger über das informiert, was tagtäglich mit ihrer Privatsphäre geschieht und ihren Daten. Vorher war das ja, also vor Snowden, noch alles gar nicht beweisbar. Heute wissen wir es wenigstens mit Gewissheit. Also diese Kommentare sind wirklich besonders widersprüchlich. Und ganz makaber war auch, dass er sagte:
die Zeitungen sollen sich nicht zensiert fühlen, so zumindest Cameron. Und widersprüchlicher geht's wirklich nicht mehr, weil was hat er denn getan mit seinen beiden Geheimdienstleuten? Er ist reinmarschiert in das Zeitungsgebäude und hat die Daten vernichtet. Das ist Zensur, das ist pure Zensur. Und dann auch noch zu behaupten, dass sich die anderen Zeitungen nicht zensiert fühlen sollen, ist Schizophrenie, also für meine Begriffe. Und ganz toll fand ich auch noch die Reaktion unserer Bundesregierung, die zwar den Zeigefinger erhoben haben und gesagt haben, böses, böses Großbritannien, aber das war es auch. Es hieß, da wurde eine rote Linie überschritten, aber sonst auch nichts. Eine Konsequenz war zum Beispiel, dass nun unsere Bundesregierung zusammen mit der brasilianischen Regierung eine UN-Resolution anstrebt, ja, im Sinne der Pressefreiheit. Doch letzten Endes, auch wenn diese UN-Resolution durchgeht, wird sich kein UN-Mitgliedstaat daran halten müssen. Es ist keine bindende UN-Resolution, die da über den Tisch geht. Und dann gibt es noch das No-Spy-Abkommen, das dann mit den Amerikanern geschlossen werden soll. Und das beinhaltet, dass unsere Politiker und Unternehmen vor den Geheimdiensten geschützt werden sollen. Interessanterweise wird aber in diesem Abkommen kein einziges Wort über uns, die stinknormalen Bürger, verloren. Wir sollen auch weiterhin überwacht und wie Terroristen behandelt werden. Und auch unser Bundesinnenministerium hat inzwischen von sich gegeben, dass es die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen und die Telekommunikationsüberwachung an den deutschen Internetknoten nur noch weiter ausweiten möchte, obwohl dieser Spionageskandal inzwischen überall nachzulesen ist. Und das finde ich extrem verachtenswert seitens unserer Bundesregierung, dass sie wirklich nur versuchen, den Anschein zu wahren, dass man sich über diese Geschehnisse empört, aber augenscheinlich komplett konform mit der britischen und amerikanischen Überwachungslinie zu gehen scheint. Ganz witzig ist auch, dass unser BND und auch unsere Regierung nicht gewusst haben wollen, dass selbst auf dem Dach der britischen Botschaft Überwachungsanlagen installiert sind. Dort steht nämlich so ein großer, runder, weißer Zylinder, der sehr stark an Überwachungsanlagen erinnert. Und die Amerikaner besaßen wenigstens noch die Höflichkeit, Mauern um ihre Überwachungsanlage herum zu errichten. Und nun möchte ich auch abschließen. Für unsere Zukunft und auch die Generation nach uns sehe ich wirklich schwarz. Es werden in Zukunft überall immer mehr Massenüberwachungssysteme installiert, die uns zu Konformität zwingen werden und zu unserer Unterwerfung führen. Individuelle Freiheit wird dann keiner mehr von uns genießen. Das war's.